Geiles Ding! Nice! Alles Kollegen, was? So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Und bevor die Challenge losgeht, wollte ich davor noch sagen, dass ich oder wir jetzt eine Community Challenge draus gemacht haben. Das heißt, dass ihr uns oder mir die Challenge schicken könnt. Also ihr macht die Challenge einfach nach. Und ich werde euch dann erwähnen und da ein Video drüber machen. Und ja, da könnt ihr von mir aus ein paar Abos geilen oder was weiß ich. Und ich dachte einfach, das wäre mal eine geile Idee, so eine Challenge zu machen. Das hat Web on One schon mal vorgeschlagen, hatte ich auch sowieso schon mal vor. Also dreht die Challenge nach. Die Regeln sind ja ganz einfach. Also die Regeln, Zeitlimit von 10 Minuten. Ihr dürft absteigen, aber nicht rumlaufen. Das heißt, also ihr werdet es mal im Video sehen, ihr dürft jetzt zum Beispiel absteigen und um einen Tisch laufen. Kein Problem, aber so jetzt von der Straßenseite zu anderen, das geht nicht. Das ist dann schon zu viel. Also absteigen kein Problem, aber nicht rumlaufen. Es muss eure volle Motorradbekleidung sein. Also was heißt als Vollgas? Ihr solltet mal eine Kombi anhaben zum Beispiel oder einen Helm auf jeden Fall. Und ja. Und das war's eigentlich. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt dass ich einen bestimmten Zeitpunkt ausmache, wann ihr diese Challenge hochlädt. Und zwar nächste Woche Freitag. Das heißt, ihr habt eine Woche Zeit. Und ja, nächste Woche Freitag, das wäre, Moment, ich gucke mal kurz, der 21.10. um 18 Uhr. Könnt ihr es hochladen oder irgendwann am nächsten Freitag. Ihr schickt es mir dann über YouTube-Nachricht und dann werde ich ein Video drüber machen. Und der Gewinner bekommt dann von mir, ja, eine Überraschung, ein Geschenk oder was auch immer. Also der, wo die meisten Bro-Fists hatte. Jetzt wisst ihr auch, um was es in der Challenge geht, aber ihr habt sowieso einen Titel gelesen. Also ich würde sagen, bevor das Video zu lang geht, jo, haut rein und viel Spaß mit der Challenge. Und guckt bei Taker vorbei, der ja war mit mir dabei. Obwohl er mit mir dabei war, hatten wir nicht gleich viele. Also guckt bei ihm auch vorbei. Und bei den ganzen anderen YouTuber auch. Die werde ich jetzt nochmal erwähnen. Ich habe es am Anfang vergessen. Am Ende habe ich es nochmal erwähnt. Also wirklich dabei ist J mit Motos. Die anderen hatten keine Zeit, aber ich lese jetzt trotzdem alle vor. Ich weiß nicht mehr, wer alles mitmacht. Also fangen wir mal an mit den ganzen Motovloggern halt, mit denen ich in der Gruppe bin und mit denen es eigentlich, mit denen ich eigentlich die Challenge machen wollte, aber die haben einfach keine Zeit, das muss man auch verstehen. So, Blackout, Hearts Rider, Motor Rain, Nibble Time, Lactovites, Colors of Mayhem, Prevost Sluts oder Slutty heißt er jetzt, Tom Tour, Zink, Life on Wheels und Berlin Rider. Ja, das waren alle, hoffe ich mal. Und guckt bei denen vorbei, alle sind unten verlinkt. Und es sind auch nur die verlinkt, oder die sind extra verlinkt, die das, die Challenge auch wirklich gemacht haben. So, also haut rein, viel Spaß. Also Leute, die Challenge geht los in 5, 4, 3, 2, 1... Bros, weißt du? Nice. So, lief schon mal nicht schlecht. Er macht einfach Fotos, Alter. In die Richtung. So, drei Stück haben wir schon. Schnell machen. Alles klar. Bin ich schon ein Zweitakter geworden oder was? Wir fahren jetzt in die Innenstadt. Die ist wenigstens nicht so peinlich, die Challenge. Wie die Hack the Biker Challenge. Das war ja echt schlimm. Leck mir die Eier, Alter. Er wollte einfach ein Foto. Ja, Alter. Der hat erstmal ein Foto mit ihm gemacht.
Jamaika da links. Jamaika. Oh fuck, hier sind nur alte Leute. Geiles Ding! Nice! Ha, so macht man das heutzutage. Bisschen, ja, nett sein und dann einfach ein Bro-Fist verdienen. Komm, Bros! Das sind alle Bros. So muss es sein. Heide. Um 8 habe ich angefangen. Ich glaube 5 haben wir. So macht man das heutzutage. Oh, komm, 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 Leute, was seid ihr? Okay, hier ist doch nicht so viel los. Nicht so viel los, wie ich eigentlich dachte. Die sitzen alle am Tisch. Ich muss auch gucken, dass hinter mir kein Auto ist. Nice! Das sind alle Bros! Bros, 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 alles Bros! Ich liebe so Challenges! Nice! Schritttempo fahren, okay. Schritttempo 5 bis 7 km/h. Ja, läuft voll. Wo? Ja, jetzt hoch oder wie? Alles klar. Okay, 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 läuft. Ey, Nigga, was geht? Kollege. Hey. Da wäre krass. Ja. Da wäre es krass. Alles Bros. Was? Alles Bros. Überall Bros. Das ist voll normal. Ach, der will hier einparken. Ich habe den Blinker nicht gesehen. Na ja, komm, bei der lassen wir uns mal. Ja, ich weiß auch nicht, Alter. Nur schnell! Das sind alles Kollegen. Danke! Danke, Mann! Noch 4 Minuten, Leute, noch 4 Minuten. War das rechts vor links? Fuck, 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 fuck. Wo sind Leute? Wo sind Leute? Danke, Mann. Danke. Alles Kollegen, was? Thank you.
Dankeschön. Okay, Leute. Es ist vorbei. Ich glaube, die hat am Schluss nicht mehr gezählt. Alter, übel nice. Glaubst du 15? Ja, links. Okay, nice. So, hier ist mir aufgefallen, dass die Challenge vorbei war, weil ich schon über der Zeit war, obwohl ich es nicht mehr war, also ist jetzt schwer zu erklären, aber wir haben auf jeden Fall 8 Minuten aufgenommen, also 2 Minuten zu wenig oder sogar 3 Minuten, ich glaube wir haben 7 Minuten aufgenommen, deswegen fehlten uns 2 bis 3 Minuten und ja, war ein bisschen fail von mir, habe falsch auf die Uhr geschaut, ihr könnt es dann bestimmt auch nochmal sehen, also als, dass ich hier nichts fake oder so. Es waren 7 bis 8 Minuten, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und ja, sorry dafür, wir hätten bestimmt noch ein paar mehr gepackt, aber war trotzdem geil. Und ja. Yeah! Oh fuck, Alter. Ja, Alter, alle voll korrekt irgendwie. Ach, scheißegal. War auf jeden Fall geil. Okay, nice, wieder Kennzeichen verpixeln. Takeoff war dabei. Der hat spontan mitgemacht, weil ich gerade bei ihm bin. Und das ist voll korrekt. Ich hoffe, die anderen YouTuber nehmen mir das nicht so übel. Das war so genial, Mann. Ich glaube, wir waren voll gut. Ich fand's geil, aber... Ja, war geil, Mann. Ohne Scheiß. Ja. Also... War auf jeden Fall... War auf jeden Fall nice. Ach, er labert gerade. Ich dachte, er redet mit mir. Also, mitgemacht haben... Oder ich zähle jetzt einfach mal die ganzen YouTuber auf. Scheißegal. Ich weiß es nicht genau, wer alles mitmacht. Auf jeden Fall Against the Road. Guckt bei ihm vorbei. Life on Two Wheels. Ace Life. Berlin Rider. Blackout. Hearts Rider. J mit Motors. Motorrain. Lactovite. Colors of Mayhem. Prevost Sluts. Tom Tour. Zink. Und Nibbletime, ich weiß jetzt nicht, ob alle mitmachen, wie gesagt. Jeder ist unten verlinkt, guckt bei jedem vorbei. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Und jo, ich würde sagen, ich war gar nicht so schlecht dran, wie ja, bei der letzten Challenge. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und... Eine Latte, oder? Peace. Alter, war das geil. Oh ja. Geiles Ding. Nice. Alles Kollegen, was? So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Und bevor die Challenge losgeht, wollte ich davor noch sagen, dass ich oder wir jetzt eine Community Challenge draus gemacht haben. Das heißt, dass ihr uns oder mir die Challenge schicken könnt. Also ihr macht die Challenge einfach nach. Und ich werde euch dann erwähnen und da ein Video drüber machen. Und ja, da könnt ihr von mir aus ein paar Abos geilen oder was weiß ich. Und ich dachte einfach, das wäre mal eine geile Idee. So eine Challenge zu machen, das hat Web on One schon mal vorgeschlagen, hatte ich auch sowieso schon mal vor. Also dreht die Challenge nach, die Regeln sind ja ganz einfach. Also die Regeln, Zeitlimit von 10 Minuten, ihr dürft absteigen, aber nicht rumlaufen. Das heißt, also ihr werdet es mal im Video sehen, ihr dürft jetzt zum Beispiel absteigen und um einen Tisch laufen. Kein Problem, aber so jetzt von der Straßenseite zu anderen, das geht nicht, das ist dann schon zu viel. Also absteigen kein Problem, aber nicht rumlaufen. Es muss eure volle Motorradbekleidung sein. Also was heißt als Vollgas? Ihr solltet mal die Kombi anhaben zum Beispiel oder einen Helm auf jeden Fall. Und ja. Und das war's eigentlich. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt einen bestimmten Zeitpunkt oder dass ich einen bestimmten Zeitpunkt ausmache, wann ihr diese Challenge hochlädt. Und zwar nächste Woche Freitag. Das heißt, ihr habt eine Woche Zeit. Und ja, nächste Woche Freitag, das wäre, Moment, ich gucke mal kurz, der 21.10. um 18 Uhr. Könnt ihr es hochladen oder irgendwann am nächsten Freitag. Ihr schickt es mir dann über YouTube-Nachricht und dann werde ich ein Video drüber machen. Und der Gewinner bekommt dann von mir,
ja, eine Überraschung, ein Geschenk oder was auch immer. Also der, wo die meisten Bro-Fists hatte. Jetzt wisst ihr auch, um was es in der Challenge geht, aber ihr habt sowieso einen Titel gelesen. Also ich würde jetzt sagen, bevor das Video. Liebe so Challenges. Nice. Schritttempo fahren, okay. Schritttempo 5 bis 7 km/h. Ja, läuft wohl. Wo? Ja, jetzt hoch oder wie? Alles klar. Okay, läuft. Ey, Nigga, was geht? Kollege. Da wär krass. Da wär's krass. Alles Bros. Alles Bros. Überall Bros. Das ist voll normal. Ach, der will hier einparken. Ich habe den Blinker nicht gesehen. Na, komm, bei der lassen wir uns mal. Ah, ich weiß auch nicht, Alter. Nur schnell! Das sind alles Kollegen. Danke. Danke, Mann. Noch 4 Minuten, Leute, noch 4 Minuten. So peinlich die Challenge. Wie die Hacked Biker Challenge, das war ja echt schlimm. Leck mir die Eier, Alter. Er wollte einfach ein Foto. Ja, Alter. Der hat erstmal ein Foto von ihm, mit ihm gemacht. Oh fuck, hier sind nur alte Leute. Geiles Ding! Nice! Ha, so macht man das heutzutage. Bisschen, ja, nett sein und dann einfach ein Bro-Fist verdienen. Komm, Bros! Das sind alle Bros. So muss es sein. Heide. Um 8 habe ich angefangen. Ich glaube 5 haben wir. So macht man das heutzutage. Oh, komm, Leute, was seid ihr? Okay, hier ist doch nicht so viel los. Nicht so viel los, wie ich eigentlich dachte. Die sitzen alle am Tisch. Ich muss auch gucken, dass hinter mir kein Auto ist. Nice! Das sind alle Bros! Bros, alles Bros! Wenn es wieder zu lang geht,
Jo, haut rein und viel Spaß mit der Challenge. Und guckt bei Taker vorbei, der ja war mit mir dabei. Obwohl er mit mir dabei war, hatten wir nicht gleich viele. Also guckt bei ihm auch vorbei. Und bei den ganzen anderen YouTuber auch. Die werde ich jetzt nochmal erwähnen. Ich habe es am Anfang vergessen. Am Ende habe ich es nochmal erwähnt. Also wirklich dabei ist J mit Motors. Die anderen hatten keine Zeit, aber ich lese jetzt trotzdem alle vor. Ich weiß nicht mehr, wer alles mitmacht. Also fangen wir mal an mit den ganzen Motovloggern halt, mit denen ich in der Gruppe bin und mit denen es eigentlich, mit denen ich eigentlich die Challenge machen wollte, aber die haben einfach keine Zeit, das muss man auch verstehen. So, Blackout, Hearts Rider, Motor Rain, Nibble Time, Lactovites, Colors of Mayhem, Prevost Sluts oder Slutty heißt er jetzt, Tom Tour, Zink, Life on Wheels und Berlin Rider. Ja, das waren alle, hoffe ich mal. Und guckt bei denen vorbei, alle sind unten verlinkt und es sind auch nur die verlinkt oder die sind extra verlinkt, die das, die Challenge auch wirklich gemacht haben. So, also haut rein, viel Spaß. Also Leute, die Challenge geht los in 5, 4, 3, 2, 1. Bros, weißt du? Nice. So lief schon mal nicht schlecht. Er macht einfach Fotos, Alter. In die Richtung. So, drei Stück haben wir schon. Schnell machen. Alles klar. Bin ich schon in Zweitaktik geworden oder was? Wir fahren jetzt in die Innenstadt. Die ist wenigstens nicht. War das rechts vor links? Fuck. Wo sind Leute? Danke, Mann! Danke! Alles Kollegen, was? Dankeschön! Okay, Leute. Es ist vorbei. Ich glaube, die hat am Schluss nicht mehr gezählt. Alter, übel nice. Ich glaube so 15. Ja, links. Okay, nice. So, hier ist mir aufgefallen, dass die Challenge vorbei war, weil ich schon über der Zeit war, obwohl ich es nicht mehr war. Also ist jetzt schwer zu erklären, aber wir haben auf jeden Fall 8 Minuten aufgenommen, also 2 Minuten zu wenig oder sogar 3 Minuten. Ich glaube, wir haben 7 Minuten aufgenommen. Deswegen fehlten uns 2 bis 3 Minuten und ja, war ein bisschen fail von mir, hab falsch auf die Uhr geschaut. Ihr könnt es dann bestimmt auch nochmal sehen. Dass ich hier nichts fake oder so. Es waren 7 bis 8 Minuten, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und sorry dafür, wir hätten bestimmt noch ein paar mehr gepackt, aber war trotzdem geil. Und ja. Yeah! Oh fuck, Alter. Ja, also alle voll korrekt irgendwie. Ich glaube, ich habe sogar 1 oder 2 mehr als du, weil da ist nämlich noch einer entgegenkommt, der hat mir die Hand rausgehalten. Und hier davor noch nicht, weil es nicht gerafft hat. Ach, scheißegal. War auf jeden Fall geil. Okay, nice, wieder Kennzeichen verpixeln. Takeoff war dabei. Der hat spontan mitgemacht, weil ich gerade bei ihm bin. Und ist voll korrekt. Ich hoffe, die anderen YouTuber nehmen mir das nicht so übel.